Ein herzliches Moin Moin, hier ist euer Micha und es geht weiter mit unserer Stürmerkarriere hier beim FC Bayern und ich möchte euch folgenden Kommentar vorlesen. Kommentar Nummer 1 kam von Booferproof, Micha is back, baby. Okay, ja, da hast du voll den Nagel auf den Kopf getroffen. Dann hat Superskill geschrieben, endlich wieder FIFA von dir, danke dafür. Bitte, gerne, können wir gerne so weitermachen. Und dann hat Superskill noch einen Kommentar verfasst, ich wäre für eine Leihe, aber nur, wenn es in ein Land in der Nähe von Deutschland geht. Oder natürlich ist es auch okay, in Deutschland zu bleiben. Oder dann die erste oder dritte Bundesliga, die zweite oder dritte Bundesliga. Entschuldigung, habe ich mich verlesen. Ja, und ich würde sagen, auch das können wir erfüllen. Denn wir haben uns doch beim letzten Mal überlegt, wir hatten eine Nachricht. Einen Moment, wo haben wir sie? Mitteilung. Wir haben ein Leihangebot von einem Verein, der in der Nähe von Deutschland ist und sogar in der Nähe, ja, was heißt in der Nähe, aber ich würde jetzt sagen, Bayern ist von Südtirol nicht allzu weit entfernt. Also auch sehr realistisch, dass ein junger Spieler, so wie wir es sind, nicht gleich mehrere tausende Kilometer weit wegzieht, sondern er kann eigentlich schon fast noch da wohnen bleiben, wo er jetzt gerade ist. Vielleicht zieht er dann doch rüber zu Tirol oder nach Tirol. Und ich würde sagen, wir nehmen das Angebot an. Und da kommen wir rein. Wir heißen alle Leute willkommen, oder wir werden willkommen geheißen. Nicht wir heißen die Leute willkommen, das ist ja nicht unser Verein. So, da noch eben den Medizincheck auf dem Laufband. Alles klar, wird begutachtet, ob wir auch ein Top-Transfer sind. Dann, was müssen wir als nächstes machen? Als nächstes natürlich unsere Vorstellung beim FC Südtirol. Xaver passt vom Namen her auch da wunderbar rein. Und er zeigt es an, ab jetzt heißt es Erfahrung sammeln, dafür, dass wir dann in einer Saison, nach dieser Saison, wieder beim FC Bayern spielen wollen. Im neuen Verein kaufen wir uns erstmal ein Fahrrad, denn wir wollen in Tirol auch ein bisschen Fahrrad fahren, gibt auch ordentlich Trainingsboost dazu, wenn wir das machen. Dann wollen wir einfach fit bleiben und kauft uns auch gleich noch ein Laufband, also wir holen wirklich uns Gerätschaften, womit wir auch was anfangen können. So, und jetzt schauen wir erstmal, in welcher Liga wir sind und wir sehen, wir sind in Serie B, also in Italien gelandet. Das hätte mir jetzt der Name erstmal so nicht verraten. Also, ich wollte mich jetzt nochmal vergewissern. Ich habe jetzt mal gegoogelt und ich werde euch mal nur den ersten Satz von Wikipedia-Eintrag lesen. Tirol ist ein Bundesland im Westen Österreichs, das in den Alpen liegt. Aber wir sind ja in Südtirol, nicht in Tirol. Vielleicht bin ich da verkehrt. Und da haben wir es. Südtirol ist die nördlichste Provinz Italiens. Da haben wir, ich wollte doch sagen, Tirol gehört doch gar nicht zu Italien. Aber doch, Südtirol gehört zu Italien. Das war mir noch sehr unbekannt. Für mich, ja, es gibt Friesland, es gibt Ostfriesland, aber beides gehört zu Deutschland. Also, ja, ist ja auch egal. Ich sehe auf Platz 20, also wir sind erstmal auf Platz 16, haben noch kein Spiel gespielt, aber auf Platz 20, Benevento Calcio. Wenn ihr mehr zu diesem Verein wissen wollt, dann scrollt mal durch meine Videos. Das ist nämlich ein Verein, da haben wir schon mal gespielt. Mal gucken, wer in die Kommentare schreibt, wann das war und mit welchem Spiel das war. Wir werden eingewechselt. 76. Minute, wir liegen 1:0 hinten. So, ja, mal wieder Serie B, dass wir das auch mal wieder spielen dürfen. Und wir sind linker Stürmer. Was mache ich dann auf der rechten Seite? Wenn wir linker Stürmer sind, dann muss ich doch irgendwo hier hin. Ja, das ist schön. Oh, schade. Da wollte ich mich mal gerade durchsetzen. Oh, den haben wir schön gekriegt, den Ball. Dann müssen wir nach innen ziehen. Oh, jetzt wollte ich gerade abziehen. Oh ja, den spielt er schön. Jetzt im Hinterraum. Ja, das ist gut. Und jetzt müssen wir schießen. Und das ist nicht das Tor. Und nee. Nie im Leben ist das jetzt gerade passiert. Nie im Leben. Nie im Leben
Hat der den drüber gesammelt? Das glaube ich nicht. Das will ich nochmal ganz von der Nähe sehen, ohne Einblendung, in Slow-Mo. Wir schießen, der Ball war schon nicht gut von uns, der wird gehalten, der wird abgeklatscht. Und das sind... Ah, okay. Okay. Er schießt ihn nicht drüber, sondern er wird angeschossen. Ich wollte schon sagen. Oh ja, da stehen wir schön, da kommt der Schuss und... Ah. Wieder ist der Torhüter da, 82. Minute. Wir sind im Spiel angekommen. Es war 82. ist aber schon eben auch. Aber wir sind ja noch nicht so lange auf dem Platz. Deswegen hatten wir auch noch nicht die Chance. Aber zwei Schüsse aufs Tor haben wir geschafft schon mal. Jetzt müsste davon bald nur noch mal einer reingehen. Sonst nützen uns die Schüsse aufs Tor auch nichts. Oh, den wollte ich da durchstecken. Jetzt. Ah, schade. Wie gesagt, ich fordere keinen Ball an. Ich stehe hier, wunderbar. Ich spiele ab in die Mitte. Ja, und was passiert jetzt? Oh, er schießt nicht. Warum? 88. Da haben wir das Spiel mal aufgebaut. Jetzt müsste gleich der Ball mal kommen. Da stehen wir jetzt im Abseits. Wir stellen uns extra hier in den Rückraum, dass er uns einfach nur anpassen muss. Und dann chippen wir den Ball rein und... Ah. Oh, stark gemacht. Wir haben sie alle aufgehalten. Jetzt der Ball wieder nicht zu uns und das wird es gewesen sein. Wir verlieren dieses Spiel. Höchstwahrscheinlich jetzt 1:0. So sieht es auch aus. Die Zeit, die tickt gegen uns. Ja, wir verlieren 1:0. Und jetzt werden wir eingewechselt. Und das Ganze gegen Benevento Calcio. Es geht die Nummer 9. Es kommt die Nummer 9. Ist, glaube ich, ein bisschen regelwidrig, FIFA. Aber nun ja. Ich würde sagen, wir verbuchen 7,5 Durchschnittswertung. Das werden wir wohl hinkriegen. Sollen wir erstmal hier verteidigen. Die fangen mit einer Ecke an. Okay, der ist erstmal verteidigt. Der ist verteidigt, sage ich. Und dann gibt es Elfmeter. Elfmeter und Benevento Calcio führt auch 1:0. Das habe ich jetzt gerade erst gesehen. Ja, mehr Hand geht nicht mehr. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass der nicht reingeht. Ja, zu arrogant. Achtung, Benevento kommt da wieder. Eckball. Also wir haben bisher nach vorne noch nicht viel gemacht. Und hinten können wir auch noch nicht viel machen. Aber jetzt haben wir hier vielleicht mal den Ball. War das Hand? Oh. Ich verlasse mal meine Position hier. Und stehe mich mal ein bisschen nach vorne. In der Hoffnung, dass wir den Ball kriegen. Oh ja, jetzt den Ball kriegen. Dann wären wir hier komplett frei. Komm, komm, komm. Wir wären frei. Ja, super. Oh, da haben wir den Mitspieler gesehen. Jetzt. Hier, über außen. Der Ball kommt und ist nicht drin. 83. Minute. Wir sind vorne mit einem Eckball. Der Ball kommt. Da kommen wir aber nicht dran. Ist noch nicht unsere Paradedisziplin. Aber jetzt sind wir am Ball und... Oh. Mittig aufs Tor. Und Benevento Calcio kommt und es steht 2:0. 85. Minute. Und Benevento führt 2:0. Starker Ball da in den Sturm, aber unser Partner kommt da gar nicht ran. Und jetzt vielleicht. Oh, da habe ich spekuliert, dass er sich sofort dreht. Da, das gibt's doch nicht. Wir haben den Ball und verlieren ihn. Und zwar ziemlich dämlich. Benevento Calcio mit dem Schuss. 89. Oh, oh, oh. War das eine schlaue Entscheidung, den FC Bayern Richtung Südtirol zu verlassen? Bisher, was die Ergebnisse angeht, noch nicht. Aber vielleicht kommt das noch, wenn wir erstmal eingespielt sind mit dieser Mannschaft. Jetzt vielleicht, komm. Spiel. Ja, schön. Und nein, der ist drin. Da. Abseits. Nee, Tor. Ich dachte jetzt schon. Aber es ist leider nicht unser Tor. Und es wird auch nicht unsere Vorlage sein. 2:1. War ein schöner Spielzug. Der kommt nur etwas spät. Hier sehen wir es. Da schießen wir. Und der ist nicht drin. Er muss ihn erst einnicken.
Mirko Caretta macht das Tor 2:1. Und das ist auch der Endstand. Der Trainer zitiert uns zum Training. Er ist mit unserer Leistung noch nicht zufrieden und es ist das erste Training in Tirol. Wir schießen 11 Meter und schön unten ins Eck. Jetzt kommt der nächste. Schauen wir mal, was wir machen. Was machen wir? Ja, auch der wird getroffen. Was ist jetzt der mit dem dritten? Können wir unseren Trainer so überzeugen, mehr zu spielen? Ich weiß es nicht. Jetzt noch ein Elfmeter. Wir haben ja insgesamt noch 2 danach. So. Und jetzt, komm schon. Ah, wir haben ja die Punkte schon voll. Aber bisher haben wir jeden getroffen. Das soll auch bitte so bleiben. Das soll bitte auch so bleiben. Und das ist auch so. Alle Elfmeter drin. Das war schon mal Übung Nummer 1, die richtig gut gelaufen ist. Da wir im Spiel doch öfter mal aus der Distanz schießen müssen, sollen wir es üben, sagt unser Trainer. Das tun wir. Und der erste Ball war drin, der zweite nicht. Die Direktabnahme sah gut aus, aber war auch nicht drin. Da ist endlich wieder ein Tor. Also wir trainieren hier ordentlich, aber manche Schüsse sind auch ein bisschen luschig von uns. Ui, haben wir sogar das Ziel getroffen. Und nochmal, kommt direkt. Super, noch haben wir 10 Sekunden und es sieht gar nicht so schlecht aus, was wir hier machen. Das war wieder die Zielscheibe. Und damit haben wir die Bedingungen des Trainers doch erfüllt. Da kommt noch ein Schuss, auch drin. Nächste Übung akzeptiert vom Trainer. Und jetzt möchte er, dass wir das Zusammenspiel üben. Das Zusammenspiel, weil wir sind hier neu im Team. Ja genau, das muss besser klappen. Das muss besser klappen und das ist ein schöner Pass. Solche im Spiel und der Trainer wird begeistert sein. Wir spielen ja immer mit 2 Stürmern, denn wir sind ja immer linker Stürmer. Das heißt, es muss auch irgendwo einen rechten Stürmer geben. Ja, mal alleine versuchen, dann gut, in der zweiten Chance den Ball nutzen. Das ist wichtig. Immer nachsetzen, wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat, man die Chance für ein zweites Mal bekommt und dann der Kopfball drin, das Ding. Also das Sturmduo sieht doch gar nicht so schlecht aus, manchmal ein bisschen zu verschnörkelt, aber im Grunde genommen, da muss der Pass kommen, spielen wir wunderbar, ja, der Schuss war ein bisschen schlecht, aber jetzt vielleicht nochmal die Chance da, ja, so macht man das, alle 3 auf sich gezogen, dann quer gespielt und dann das Ding, den ersten aussteigen lassen, da war ein super Pass, super Schuss, ich würde sagen, unser Training ist super gelaufen. Wir werden eingewechselt gegen Ascoli. So heißt, glaube ich, die Mannschaft. Wir, ja, keine Ahnung, ich mache einfach irgendwas. Und wir liegen aber wieder 1:0 hinten. Jetzt vielleicht der Ball auf unseren Kopf. Schade, da wäre es mal gewesen. Oh, schöner Ball. Wir waren zwar 0 beteiligt, aber die Freude ist trotzdem groß. Was für ein Ball, damit hätte ich nie gerechnet. Diese Flanke und dann dieser Seitfallzieher. Schön gemacht von der Nummer 7. Ja, schöner kann man es bald nicht machen. Und Sieger, so heißt der Mann. Ja, und plötzlich heißt es 1:1 und wir holen uns den Ball. Da hätte er die Lücke vielleicht sehen können, erahnen können. Jetzt, da müssen wir nochmal nach hinten gehen. Ja, und da ist die Führung. 2:1. Wieder nicht mit am Tor beteiligt gewesen, aber zumindest führt unsere Mannschaft mal. Es steht 2:2. Mir fällt gerade die Kinnlade runter, denn boah, das hätte nicht sein müssen, dass hier 2:2 steht. Die Freude ist natürlich bei den Gegnern groß, in den letzten Minuten hier noch den Ausgleich zu machen, aber bei uns überhaupt gar kein Zugriff. Null. Hier im Strafraum, guckt euch das an, wie die da stehen und kein Zugriff. Das darf so nicht passieren. So, die Zeit ist gleich um, aber vielleicht kriegen wir noch diesen einen Angriff hin. Den Pass haben wir doch schon mal gar nicht so schlecht gespielt. Jetzt die Möglichkeit und der ist schlampig gespielt. Dadurch jetzt der Konter. Dadurch der Konter, da muss jemand drauf. Ja, schön. Und jetzt nochmal schnell. Oh, wir haben schon wieder den Ball verloren. Nein!
3-2 liegen wir hinten. Was ist denn hier los? Was ist bitte hier los? Und war es die größte Fehlentscheidung, zu wechseln? Wären wir mit der Reservistenrolle beim FC Bayern vielleicht besser bedient gewesen? Denn hier sind wir auch nur Reservist bis jetzt. Und hier passieren doch ganz schön krasse Dinge. Wir haben innerhalb von ein paar Sekunden oder Minuten nochmal 2 Gegentore gekriegt. Ist das ärgerlich? Ja, und dann seid wieder ihr an der Reihe. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Wechsel jetzt Richtung Südtirol, also Serie B, ja, findet. Ist das ein guter Schritt gewesen, auch wenn es die Punkte noch nicht gab? Also wir sind immer noch mit 0 Punkten in der Liga. War es der richtige Schritt? Können wir uns hier entwickeln zum Stammspieler? Oder sagt ihr, nee, da wäre es doch besser gewesen, beim FC Bayern Reservist zu sein und immer nur so ein paar Minuten zu spielen? Also mein Ziel ist es wirklich, hier in dieser Mannschaft irgendwann auch Stammspieler zu sein. Sonst würde ich sagen, war dieser Schritt vergebens. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also habt noch einen schönen Tag, haut rein, man sieht sich. Ciao und tschüss, euer Michael, bis dann. Bye-bye!